Wir lieben Geschichten von den alten Griechen über die Gebrüder Grimm bis zu Hollywood-Blockbustern im Kino. Und genau diesen Spaß an schönen Geschichten macht man sich in einem Pflegeheim der AWO in Idar-Oberstein zunutze. Dort hat man jetzt erstmals ein Märchen für die Bewohnerinnen und Bewohner aufgeführt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Premiere im Seniorenzentrum in Idar-Oberstein. Nicole Burgert und ihr Team schlüpfen in die Rolle von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Burgert ist im wahren Leben natürlich keine böse Königin. Sie ist zuständig für den Sozialdienst im Seniorenzentrum und kümmert sich um die Belange der Bewohner. Ihr neuestes Projekt: Märchenaufführungen für Seniorinnen und Senioren mit Demenz. Ein Angebot der Pflegekasse. Märchen, das ist halt oft assoziiert mit Kindern, mit gemütlich zu Hause. Und wir möchten aber Programme machen für erwachsene Menschen, für ältere Menschen. Und deswegen war ich sehr skeptisch, aber auf der anderen Seite auch neugierig. Burgert meldet sich mit ihrem Team für eine Schulung an. Julia von Meidel ist professionelle Märchenerzählerin und extra aus Berlin angereist. Sie weiß, dass gerade Märchen geeignet sind, verschüttete Erinnerungen bei demenzkranken Menschen hervorzurufen. Ganz besonders, wenn sie gespielt werden. Es kommt darauf an, dass man so bildlich und lebendig wie möglich das Märchen vorträgt. Damit die Konzentration der Bewohner entweder immer wieder aufs Neue erweckt wird oder man die Konzentration halten kann. Und mit den Märchen setzen wir Impulse bei den Bewohnern oder ja, wir regen sie zum Sprechen an. Nicole Burgert ist überrascht, wie gut das funktioniert. Dass er sich ein Herz passte. Nimm Schneewittchen. Führe es in den Wald und töte es. Ich kann es nicht mehr vor meinen Augen sehen. Ja, man ist ja mehr dabei. Gelesen, das liest man so durch und dann und so erlebt man es mit. Sehr, sehr gut. Ich war überrascht. Wunderbar, man kann so eintauchen in die Märchenwelt. Während des Spiels hatte ich ja mehrfach hier stehen können und habe dann auch gesehen, dass eine unheimliche Freude da war, dass die Menschen mitgesprochen haben, dass ich gesehen habe, dass Menschen mit Demenz wirklich Dinge erkannt haben und dann so still auch vor sich hin dann gesagt haben, Spieglein oder die Schönste. Also man erkennt dann auch, dass immer wieder solche Erinnerungen aufflackern. Die Premiere ist also geglückt. Deshalb wollen Nicole Burgert und ihr Team das Idar-Obersteiner Seniorenzentrum in Zukunft häufiger in ein Märchenland verwandeln.